Ihr seid in einen anderen Kanal gewechselt. Danke. Wir können hier weg. Eine große Last ist von meinen Schultern genommen. Wie versprochen, helfe ich dem Widerstand nun, wo ich kann. Einige meiner treuesten Soldaten werden uns begleiten, alle anderen kehren heim. Darauf haben sie lange genug gewartet. Geh zur himmlischen Zuflucht, ich komme später. Meine Soldaten erwarten meine Befehle. Ich habe euch unterschätzt. Dachte nicht, dass ihr es schafft, doch ich bin froh, euch mitgenommen zu haben. Ihr könnt dem ehrenwerten General Hou Zhao vertrauen. Echte Soldaten kämpfen aus Pflichtbewusstsein, nicht wegen des Geldes. Wir planen unseren nächsten Schritt bei den Palisaden der himmlischen Zuflucht im Osten. Ich sammle unsere Kräfte und treffe euch dort.
Koordinierte Angriffe auf die Bastion der himmlischen Zuflucht und die Palisaden, als kein Anführer da war. Das stinkt zum Himmel. Selbst wenn Ubum die Talus hergeführt hat, sollten die Palisaden nicht einfach so fallen. Einer unserer Männer muss ein Spion sein. Das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass wir jeden Augenblick Verstärkung bekommen. In der Zwischenzeit sollten wir die vielen sensiblen Dokumente hier vernichten. Sie dürfen dem Feind nicht in die Hände fallen. Als letztes Mittel wurde überall Sprengstoff ausgelegt. Die Explosion lenkt unsere Gegner hoffentlich lange genug ab, sodass wir die Dokumente vernichten können. Ihr, informiert unsere Stützpunkte und fordert Verstärkung an. Zum Glück sind anscheinend noch keine Dokumente verschwunden. Schnell, vernichten wir sie. Danach solltet ihr schnellstmöglich von hier verschwinden. Ich bleibe hier und räche die Gefallenen. Welch ehrbare Absichten. Unsere Anführer vertrauen euch zu Recht. Doch jetzt zerstört die Dokumente. Wir halten Wache. Bakrechun und die anderen. Diese Verräter sind für das alles verantwortlich. Ich töte ihn eigenhändig. Dafür werdet ihr bezahlen! Hier entlang. Ich glaube es nicht. Eine Basis nach der anderen fällt. Zürnen uns die Himmel?
Sie ist mit Ixanun zu den Ruinen von Leuchtstein unterwegs, um das Talos-Chaos zu beseitigen. Ich suche weiter nach Ugum. Wir müssen die Verräter finden. Die Moral der Truppen ist schlecht wie nie. Das werdet ihr tun? Gut. Dann zurück zum Wachturm. Dort überlegen wir weiter. Wollt ihr mehr über Windwandeln wissen? Dann lest den Brief. Ich mache mir Sorgen um die Kommandantin. Ich habe nachgedacht und kam zu dem Schluss, dass ihre Sicherheit vorgeht. Ich kümmere mich alleine um Ugum. Er war mein Untergebener. Ich bin für ihn verantwortlich. Trefft ihr Jung Hado im Hochsitz der himmlischen Zuflucht im Norden und steht der Kommandantin bei. Ich informiere Jung Hado per Brieftaube. Wenn euch unterwegs Talos-Truppen unterkommen sollten, schaltet sie gnadenlos aus. Yeah.
Voraussetzungen erfüllen, um diesen Gegenstand benutzen zu können.